Also ein paar Infos stehen auf unserer Homepage felsen-bav.de oder rbf-römisch3.de, das sind so pauschal dotierte U-Kassenseite. Liquifax, das sind verschiedene Modelle. Bundesverband pauschal dotierte Arbeitskreis. Es gibt auch in Xinger Gruppe pauschal dotierte Unterstützungskasse. Und wenn Sie in YouTube mal schauen oder im Stichwort pauschal dotierte Unterstützungskasse, finden Sie zu verschiedenen Themen und Fragestellungen auch einiges. Ja, das war die, sagen wir mal, praktische Erläuterung, Erklärung vom Effekt, von der Wirkweise der pauschal dotierten Unterstützungskasse, der Unternehmenskasse. Ich halte es, und das ist meine Erfahrung seit mehr als 21 Jahren, für wirklich ein geniales Instrument. Ich würde mich freuen, wenn wir gerne noch die eine oder andere Frage jetzt an der Stelle diskutieren können. Wenn vielleicht noch die eine oder andere Frage kommt oder da ist. Ich habe eine. Sie sagten, das Geld wäre nur sicher bei einer Insolvenz. Ja. Wer sichert das ab? Der Pensionssicherungsverein. Das ist doch ein Pensionssicherungsverein, steht im Paragraph 17 Betriebsrentengesetz, ist durch den Pensionssicherungsverein gesetzlich abgesichert. Der Pensionssicherungsverein verlangt natürlich Umlageverfahren, Gebühren, aber die Gebührenerhebung oder Gebührenbezahlung, Entrichtung oder Anmeldung und Mitteilung an den Pensionssicherungsverein ist für den Insolvenzschutz nicht maßgeblich, die sind per Gesetz versichert. Selbst wenn der Arbeitgeber sagen würde, ich melde es nicht dem Pensionssicherungsverein, ich hinterziehe das, ich warte mal, ob der das merkt oder liefere den falschen Zahlen oder was auch immer er macht, das ist per Gesetz versichert. Im Insolvenzfall passiert eins, die ganzen Verpflichtungen gehen per Gesetz über auf den Pensionssicherungsverein und der hat es zu erfüllen. Der erfüllt die ganzen Garantien und erfüllt die ganzen Zusagen. Natürlich nur bis zum Zeitpunkt, wo die Insolvenz ist, wo der Mitarbeiter praktisch ausgeschieden ist. Nur bis zu dem Zeitpunkt hat er umgewandelt, nur bis zu dem Zeitpunkt hat er sich Arbeitgeber finanziert, was dazu verdient. Und das ist auch das, was in den Mitarbeitern akzeptiert wird und anerkannt wird und auch hoch gesehen wird. Das ist nie ein Thema bei Mitarbeitern, weil das einfach alles erklärt. Rückbürgschaft vom Pensionssicherungsverein ist die Bundesrepublik Deutschland, die hängt dann auch noch hinten dran. Ja. Der Vorteil für die Arbeitnehmer, dass das so eine mehrfach höhere Rente ist, zweimal, dreimal höher, kann man das auch veranschaulichen? Warum und woher die höhere Rente? Zum einen mal, ich verzins wirklich 100% für seine Umwandlung, ich verzins die 100 Euro, die er umwandelt und nicht nur eine bestimmte Größe X. Vor kurzem war übrigens im Financial Times Deutschland war es ein Artikel drin mit der Überschrift, wie Versicherer ihre Bilanzen frisieren. Da war dann drin gestanden, zwischen 14,5 Jahren und 20 Jahren im Durchschnitt sind die eingezahlten Gelder erst vorhanden. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ein Mitarbeiter in die Fußgängerzone geht und kauft so ein unmodisches, geblümtes Kopfkissen für 2 Euro und legt da sein Geld rein, dann schlägt er für einen Zeitraum von 14,5 bis 20 Jahren jede Versicherung. Da sind 40, 50 Versicherungen in der Studie untersucht worden. Das ist mal der eine Grund. Wenn ich 100% verzins, schon mal die Ausgangsbasis deutlich höher ist, kommt hinten auch deutlich mehr raus. Wenn ich einen Garantiezins dann habe von 2,25, 2,5%, kommt wieder natürlich deutlich mehr raus und das Ganze natürlich auch garantiert. Und die Garantie ist was wert. Auch im Insolvenzfall ist die Garantie noch was wert. Und das andere ist natürlich, ich habe Förderung noch obendrauf. Ich habe Förderung noch obendrauf durch den Arbeitgeber. Das heißt, wenn der das im Durchschnitt haben wir hier 50%, dann ist das wieder deutlich höher. Wenn die Mitarbeiter nicht ganz alt sind, dann macht schon die Zinseszinseffekt hier einiges aus. Und dann ist, wenn der Arbeitgeber statt einer Kapitalzahlung Rente will, haben wir noch eine Stellschraube, wo wir ansetzen können, wo wir sagen, okay, wir gehen hier mit Rentenfaktoren ran, die unter dem liegt, was üblicherweise die Versicherung macht. Ich habe auch schon Versicherungen gesehen mit einem Rentenfaktor von 28, von 24. Was heißt das? Ich habe einen Betrag X, auf dem das Ganze hochgezinst ist, zum Beispiel 100.000 Euro. Dann teile ich das durch meinen Rentenfaktor, zum Beispiel durch 28 oder 24 und habe damit eine Jahresrente. Ich kann es beim Rentenfaktor auch anders ausdrücken, ich kann sagen, wenn es jemand schaffen würde,
3,5% zu erwirtschaften, dann kann der Mitarbeiter gern 500 Jahre alt werden. Ich kann immer die Rente ausbezahlen und wenn er nach 500 Jahren gestorben ist, ist das eingezahlte Kapital oder das angesparte Kapital immer noch vorhanden. Das heißt mal ganz übertrieben, Rentenfaktor 28, bei 24 muss ich halt mit 4% rechnen. Also da ist schon durchaus Luft drin. Ich kann auch sagen, okay, bei 0% Verzinsung, 67 plus 28 sind 95, kann der Mitarbeiter 95 Jahre alt werden, bei 0% Verzinsung, dann ist das Geld erst verbraucht. Also der Arbeitgeber, wenn er möchte, kann er auch mit einem Rentenfaktor von 28, 24 oder 21, 22 arbeiten. Aber dann ist es halt nicht mehr so interessant. Da kommt immer noch mehr raus wie bei der Versicherung, deutlich mehr, das ist auch klar. Aber es rechnet sich auch anders ganz gut. Und wir geben immer die Möglichkeiten, dem Arbeitgeber statt Rente eine Kapitalabfindung zu bezahlen, dass, wenn er das nicht möchte, er das Langlebigkeitsrisiko nicht hat. Wobei, eins muss man ganz deutlich dazu sagen, das Langlebigkeitsrisiko, das verschwindet ja im Kollektiv. Wir hier, die ganze Gruppe, wir werden schon ungefähr, schätze ich mal, einigermaßen so alt werden wie der Altersdurchschnitt. Vielleicht werden wir insgesamt ein halbes Jahr oder ein Jahr älter wie der Altersdurchschnitt. Vielleicht sterben wir auch alle im Durchschnitt ein halbes Jahr früher. Aber selbst wir in der Gruppe werden uns schon so ähnlich verhalten wie der Durchschnitt. Wenn ich jetzt an Unternehmen denke mit 50 Mitarbeitern, 30 Mitarbeitern, 100 Mitarbeitern, dann wird man sich noch wesentlich näher an dem Durchschnitt annähern. Und wie gesagt, wir steigen es ja mit der Lebenserwartung, wie gesagt, auf 86 Jahren steigen es wir in den Konzeptionsberechnungen dar, wenn einer gern haben möchte, auch mit höherer Lebenserwartung. Ja, als persönlich Betroffener, das Ablehnen der Firma Quelle hat jetzt also nichts mit meiner betrieblichen Altersversorgung zu tun, das heißt, die wird über diesen Verein ausbezahlt, wenn ich mal 65 oder 67 bin. Genau, die ist auch schon bereits ausfinanziert. Das haben alle deutschen Unternehmen in dem Jahr ein bisschen gebüßt, weil es wäre trotzdem ein bisschen eine höhere Summe, die da in dem Jahr zu entrichten gewesen ist. Das ist dann sofort für alle Renten und auch für die Anwärter. Das heißt, ich kenne jetzt die Alter nicht, aber es ist ausgeschieden natürlich Anwärter, noch nicht im Rentenalter. Auch was für sie benötigt wird, ist bereits bei allen deutschen Unternehmen schon eingesammelt und steht jetzt schon zur Verfügung für ihren Renteneintritt.